Heute gibt es im Video eine Abfüllung, auf die ich richtig lange gewartet habe. Glen Scotia Campbelltown Malts Festival 2022. Viel Spaß! Ja, moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malts. Heute mit mir Malte und mit einer Abfüllung, ihr seht sie neben mir, auf die ich wirklich gewartet habe, über die ich mich freue, dass sie jetzt endlich da ist. Glen Scotia Campbelltown Malts Festival in der 2022er Variante. Diese Campbelltown Malts Festival Abfüllungsreihe ist eine Reihe, die ich tatsächlich vollständig habe. Man sieht sie hinter mir hier einmal durch. Ich sammle nicht viel, aber die hat mir am Anfang so gut gefallen, dass ich sie tatsächlich vollständig haben will. Finde ich, sieht auch toll im Regal aus. Bringt richtig Spaß. Und bisher zumindest ist das auch eine Reihe, die man ganz gut sammeln konnte, finde ich. In der neuen Ausgabe passieren aber einige Dinge, wo ich, bevor ich ihn probiert habe, schon denke, naja, auch an Glen Scotia geht der Zahn der Zeit nicht vorbei. Jetzt aber erstmal zur Abfüllung selbst. Der Glen Scotia kommt dieses Jahr in einer grau-gelben Verpackung. Vom Design her so wie die Jahre vorher. Mir gefällt immer noch die schwarz-goldene am besten, da finde ich den Kontrast einfach sehr cool und das Gold schillert so schön. Aber das ist ja Nebensache. Was haben wir also? Campbelltown Malts Festival 2022 Limited Edition, Peated PX Cask Finish, Aged 8 Years und wir haben eine Fassstärke mit 56,5% Alkoholgehalt. Und es steht drauf, dieser Release, der heavily peated ist, also stark getorft, wurde zu 100% in First Fill Bourbon Barrels gelagert, bevor es ein 12 Monate Finish in PX, also Pedro Ximénez Hogsheads. Und sie schreiben drauf, eine perfekte Balance zwischen leichtem, gentle Smoke und aber auch Spices und ja, die maritimen Signature Notes von Glen Scotia. Nicht kühl gefiltert, natürlich Farbe und wie gesagt Fassstärke. Hinten auf der Verpackung steht noch drauf, 7,5 Jahre in den Ex-Bourbon-Fässern und dann 12 Monate, also er ist 8,5 Jahre alt. Ja, bei Whisky, wisst ihr ja bestimmt alle, muss aber das jüngste Fass erstens benannt werden und zweitens, ja, muss die Zahl eine ganze Zahl sein und dann halt die 9 Jahre hat er noch nicht, deswegen bezieht man sich hier auf 8 Jahre. Jetzt zu dem, wo ich gesagt habe, an Glen Scotia geht der Zahn der Whisky-Zeit auch nicht vorbei. Und das ist der Punkt Preis und das, was man dafür bekommt. Was ich bei der allerersten Abfüllung so schön fand, war, dass Glen Scotia hier ein Festival-Bottling auf den Markt bringt, was halbwegs gut zu bekommen war und wirklich großartig in der Qualität. Der erste hat, glaube ich, diese Serie gleich schon legendär gemacht, sodass sich alle gefreut haben, dass sie weiterging. Und das zu einem Preis, der wirklich gut war. Ich weiß nicht mehr, was der erste gekostet hat. Ich glaube, um die 60 Euro, vielleicht sogar noch drunter. Ich habe gerade ja auch im Video vorgestellt, dass ich noch eine zweite Flasche von dem Rum Cask bekommen habe. Und das ist ein Whisky, der hat damals 60 Euro gekostet. So, jetzt sind wir bei 8 Jahren. Das heißt, das Alter ist runtergegangen, deutlich runtergegangen. Der erste aus der Reihe, der in einem einstelligen Altersbereich kommt. Und der Preis, ich habe jetzt 69,90 bezahlt. Ich habe ihn auch für 67,90 gesehen, aber wir knacken fast die 70 Euro. Man muss Glen Scotia zugutehalten. Sie probieren den Preis einigermaßen zu halten. Ich glaube, letztes Jahr habe ich 65 bezahlt. Das heißt, es ist nicht viel hochgegangen. Prozentual natürlich schon ein bisschen. Aber das ist noch im Rahmen. Nur, was halt passiert ist, der Preis geht hoch, das Alter geht jetzt doch ein bisschen runter. Das heißt auch hier, Glen Scotia ja, geht bei Whiskypreisen genauso mit wie alle anderen. Ich will das gar nicht werten. Es ist halt so. Man kann sich darüber aufregen. Ich habe ihn ja trotzdem gekauft. Ich habe auch zwei Flaschen gekauft. Eine, die ich jetzt aufmache und eine, die in die Sammlung geht.
ich will den nicht später für teuer Geld verkaufen oder irgendwas. Aber ich habe auch dann 140 Euro für diesen Whisky ausgegeben. Ne? Und Glen Scotia denkt, ja, alles klar, läuft so. Und so läuft es ja überall. Noch kaufen wir alle zu diesen Preisen, wobei ich immer häufiger auch denke, nee, diesen Preis bezahle ich jetzt nicht. Aber irgendwo bleibt mein Whisky-Geld dann halt doch. Am Ende ist das alles relativ egal, denn was zählt, ist, wie ist der Geschmack. Und ich habe ihn noch nicht probiert. Er steht jetzt schon eine ganze Weile neben mir. Er durfte beim Aufbau wie immer atmen. Er durfte jetzt in dem Glas ein bisschen stehen, ist schön abgedeckt. Und ich würde sagen, lange Vorrede, viel Gemecker. Lasst uns mal gucken, wie schmeckt der Whisky. Also, wenn man nach dem geht, was auf der Umverpackung draufsteht, dann sollte es ja ein schön ausbalancierter Malt sein. Man war sich da, glaube ich, nicht so ganz sicher, wen man ansprechen will, weil es steht zum einen Heavily Peated drauf, zum anderen wird dann aber auch gesprochen, dass er irgendwie gentle ist. PX natürlich ein süßer Sherry, das heißt vielleicht auch süße Sherry-Noten hier mit drin. Die Farbe ist sehr schön, aber gar nicht so dunkel. Das finde ich angenehm, er ist vielleicht nicht zu überladen mit den Sherry-Fässern. Ich bin gespannt. Und dann natürlich maritime Noten, die da genannt werden. Gucken wir mal. Haben jetzt erstmal eine leichte Rauchigkeit. Gar nicht so stark. Also heavily peated, ja, vielleicht ist der Spirit, aber hier im Glas ist das vollkommen in Ordnung. Er hat so eine ganz leichte dreckige Note mit drin. Ich würde mich jetzt blind bestimmt schwer tun, aber jetzt, wo ich es weiß, hat der sowas leicht Dieseliges, was man von Glen Scotia ja auch durchaus kennt. Ein ganz bisschen Schiffsmotorenraum, also in Richtung Schweröl. Creme Brûlée, zuckrig, irgendwie sowas in der Richtung. Ich schwer zu sagen, was das ist, das hat so Pudding, sowas. So eine süße, zuckrige Süße, Vanille im Anklang. Was mir fehlt, in Anführungszeichen, nicht, dass ich es jetzt groß vermissen würde, aber mir fehlt tatsächlich so der starke PX-Einfluss. Sehr wenig, also ich hätte jetzt gedacht, da kommt so richtig süße, rote Frucht raus. Haben wir aber gar nicht. Ja, stattdessen würde ich hier auf eine reine Ex-Bourbon-Reifung tippen, blind. Eine schöne Vanille, Karamell, ja, Creme Brûlée trifft es ganz gut. Und wenn man so eine tiefe Nase nimmt, wenn man ihm richtig, dann kommt der Diesel, dann kommt der Rauch. Aber der Rauch ist so, dass ich den jetzt schon fast ausblenden kann. Und ich hatte heute noch keinen Whisky, ich hatte noch keinen rauchigen Whisky, also meine Nase ist da noch frisch. Die 56,5%, toll eingebunden, selbst bei so einem jungen Tropfen. Machen hier gar nichts, tun gar nicht weh. Im Gegenteil, sehr angenehm, der schiebt schon kräftig raus, aber nicht übertrieben doll. Ich würde sagen, wir probieren einfach. Schön, dass ihr da seid. Auf euch. Slange! Ein sehr eigenwilliger Geschmack. Da kommt so eine gewisse, auch hinten raus jetzt richtige Schärfe. Aber vorher war fast so eine Chili-Note mit drin. Stark gewürztes Essen irgendwie. Und ganz, ganz viel, das PX-Finish kommt dann im Geschmack auf jeden Fall durch. Ganz zuckrig, rot, rote Früchte, süß. Auch jetzt hinten raus, da kam gerade eine richtige Hitze im Abgang. Und jetzt kommt aber wieder Süße, ganz viel Süße und erwärmt schön, läuft jetzt richtig schön warm runter. Der Alkoholgehalt definitiv auch in dieser Schärfe spürbar. Die Rauchigkeit schwingt auch immer wieder auf und ab mit dazu. Ich werde auch gleich definitiv Wasser reingeben, gucken, ob er sich damit ein bisschen beruhigt, wie sehr diese Schärfe weg ist. Sahne, Erdbeerbonbons, auch jetzt im Abgang, hatte ich auch, glaube ich, schon letztes Jahr im Video, müsste man nochmal nachgucken, aber ich glaube, das war so eine Sahnebombe. Letztes Jahr war ja unpeated.
Ja, jetzt kommt mehr Süße in der Nase. Ja, diese rote Frucht. Fast in eine Kirsche. Erdbeere. Ganz kurz war auch mal eine Säure da, kurz vorm Abgang. Was dann eine Johannisbeere, also nicht so sauer, aber da war schon ein bisschen was, wie wenn man sehr viele Erdbeeren einkochen würde, vielleicht mit ein ganz paar Johannisbeeren, dass die so ein bisschen durchstechen mit der Säure. Sehr, sehr spannend. Ich probiere einmal noch mal einen ganz kleinen Schluck pur und dann kommt Wasser rein. Vorne im Antrunk kommen die Ex-Bourbon-Fässer extrem durch. Werthers echter Karamell. Oh, richtig, diese Karamellbrocken oder so, was ihr kennt, vielleicht schon fast in diese Riesen reingehend, die ja diesen Schokomantel drumherum haben. Bisschen mehr Rauch jetzt. Ja, ich mach mal Wasser rein. Schauen wir weiter. So, der durfte jetzt noch ein bisschen Zeit haben mit dem Wasser, der sich auch verbinden kann. Ich gebe ihm jetzt noch so einen leichten Swirl hier im Glas. Und also eine Sache zur Fassstärke noch. Dieses Glas ist ja auch wirklich extrem, wenn es um Fassstärken geht. Insofern, dass der Alkohol da so schön eingebunden ist, ist wirklich auch ein Statement für den Whisky, muss man ganz klar sagen. Weil in einem klassischen Nosing-Glas kommt der Alkohol nicht so stark raus wie in einem Glas mit so viel Oberfläche. Kräuteriger. Jetzt lacht ihr bestimmt und denkt, was Tesafilmrolle. So Plastik und ein bisschen Klebe. Irgendwie, wie wenn man, ja, weiß ich nicht, wieso sollte man an Tesafilm riechen, aber der Eindruck irgendwie. So wirklich, nicht so dieses Prittstift und nicht Uhu, nicht so richtig heftig, sondern ja, so ein leichter Plastikgeruch. Ich bin super gespannt. Auf euch, Slange. Die Süße, die Frucht, konzentrierter. Hinten raus ein bisschen, der Rauch ist für mich spürbarer mit Wasser. Sehr, sehr schön. Er hat immer noch ein bisschen Feuer. Ja, der ist da, der ist noch wild, der ist noch ein bisschen jung. Aber gefällt mir gut. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber ins Fazit. Glen Scotia Campbelltown Malts Festival 2022. Ein Whisky, der jünger geworden ist. Und der teurer geworden ist, auch im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich habe in der Einleitung schon gesagt, es zählt das, was im Glas drin ist. Und da muss man ganz klar sagen, der gefällt mir deutlich besser als das letzte Jahr. Letztes Jahr habe ich schon gedacht, oh, geht hier eine Serie an Abfüllungen, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, zu Ende. Weil wenn zwei in Folge rauskommen würden, die mir nicht gefallen, dann würde ich schon sagen, gut, ob ich den nächsten noch als Flasche kaufe, weiß ich nicht. Vielleicht hole ich mir erstmal ein Sample oder so und überlege dann, ob es das noch wert ist, diese Reihe noch weiter zu sammeln. Für mich zeigt der diesjährige, dass das letzte Jahr in Anführungszeichen ein Ausrutscher war. Zumindest für mich. Geschmacklich liegt dieser Achtjährige jetzt deutlich wieder drüber. Warum tut er das? Für mich, weil er wirklich harmonisch diese beiden Fasstypen zusammenbringt. Und für ein kleines Leckermäulchen, sage ich mal, ist das wirklich was Feines. Wir haben Karamell, wir haben rote Frucht, wir haben Creme Brûlée, wir haben immer wieder Rauch, wir haben ein bisschen Plastik und Diesel, so gehört es sich für Glen Scotia. Eine angenehme Fassstärke, die man gut so trinken kann und so ein ziemlich rundes Gesamtergebnis, das nur Richtung Abgang hin ein wenig sein Alter offenbart, wo er ein bisschen ungezügelter, ein bisschen wilder ist. Motte erlegt, abschließendes Fazit. Ja, der Preis ist für einen Achtjährigen so, wie man ihn sich nicht wünscht. Die Qualität ist aber so, dass ich sage, hey, das ist völlig in Ordnung. Da kriege ich Geschmack, da kriege ich was, da kriege ich immerhin ein Age-Statement und da kriege ich ein Finish an PX, was sehr schön zu First Fill Ex-Bourbon passt. Für mich heißt das, Serie wird fortgesetzt. Ich freue mich sehr auf 2023, hoffe, da kommt wieder was. Ich hoffe, Glen Scotia probiert den Preis immer noch in der Region bei 70 € zu lassen. Wir dürfen alle gespannt sein. Wenn es euch gefallen hat,
gerne abonnieren, Daumen hoch drücken. Schreibt mir, habt ihr selber diese Serie gesammelt? Wollt ihr euch diese Flasche kaufen? Konnte ich euch jetzt ein bisschen Lust machen? Oder seid ihr einfach zu skeptisch, wenn nur 8 Jahre draufsteht? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, habt immer einen guten Whisky im Glas. Ciao.